nur an. Alles extra für den Football. Machst du die Tonne richtig zu? Präsentieren Bernd the Song Singer. Bernd the Club. So, Molly, bist du bereit? Wir haben einen riesen Food Haul, während wir einkaufen. 180 Euro heute. Scheiße. Bitte? Ja, voll viel wieder. Ne? Ja, ganz. Hab ich auch mit so einem Mann unterwegs gesprochen. Ich will noch einen Schluck trinken. Papa, Papa. Erzähl doch, ich sing noch nur. Ich will ja, aber das Musik im Hintergrund. Bernd. Was denn? Achso, wir sind Vegetarier, wir essen kein Fleisch. Also wir haben hier keinen Schinken oder zumindest keinen echten. Also ein Paket Taschentücher, die haben wir immer überall bei uns rumstehen, dreilagig. Das sind einfach nur diese Kosmetiktücher, die sind für den Vorrat. Ein Sixpack Knoblauchsoße, was haben die gekostet? 69 Cent. Diese von Knorr. Knoblauchsoße. Da steht extra auch drauf, immer mehr und mehr. Ja. Da wusste ich jetzt nicht, wie viele. Ist doch gut, zwei Stück. Haben wir erstmal. Teuer, ne? 3,19 Euro. Ja, können wir nächstes Mal eine Metro dann holen. Aber jetzt haben wir halt erstmal. Ja. Zweimal Tellerlinsen. Fünfmal gegliederten Käse. Geriebenen Gouda. Das ist alles Gouda, ja? Gouda. Gouda jung. Habt ihr noch gesagt, dass das Tomaten sind? Danke. Einmal Tomaten. Achso, dann haben wir noch zweimal Butterkäse. Einmal Fenchel zum Knabbern. Wir haben noch mehr Bananen, oder? Nee, das waren alle, die im Real waren. Echt jetzt? Alle mitgenommen. Aber wir haben noch im Rewe, habe ich noch geholt. Achso, genau. Bernd war im Rewe und Real, weil das war enttäuschend im Real. Deswegen, das sind die Bananen aus dem Real. Davon brauchen wir immer so viele für unsere Shakes morgens. Immer unseren Frühstücksshake. Ja. Einmal Activia Cerealien, den hat Calvino sich das ausgesucht. Ne? Ja. Käse-Dip, Hot Chio. Ja, schon fünf in der Hand gehabt, einer reicht ja erstmal, einen halben haben wir noch. Kräuterbaguette oder Kräuterbutterbaguette. Rügenwalder Mühle, die jetzt in vegetarisch, weil die vegane gibt es nicht mehr, die werden nicht mehr produziert, ja, hast du erfragt. Ja, aus dem Sortiment genommen, bei der Rewe-Gruppe auf jeden Fall und Kaufland auch. Ja, muss ich mal Rügenwalder Mühle anschreiben. Hm. Und die probieren wir jetzt erstmal. Aber die vegane, die hat total lecker geschmeckt. Ja, da gibt es immer nicht. Nicht egal, aber nutzt mir jetzt nichts. Dann haben wir einmal Gouda Mittelalt. Ih, der ist voll gelb, der sieht aus wie... Oma-Fußnägel. Ja, ich mag Oma-Fußnägel. Und dreimal Gouda Jung. Okay. Viermal Backhefer. Die Mola hat die Faust entdeckt. Ich weiß. Ein Eisberg. Und hier sind nochmal drei Bananenstauden. Mhm. Habe ich die auch schon mal verräumen in der Zeit? Hinter den Kulissen? Hinter den Kulissen. Behind the scenes. So, dann haben wir Mehl. Variationen auf Mehl, weil wir sehr viel Brot selber backen. Alles gekriegt. Alles bekommen. Ich bin überrascht. Dann war ja Real doch nicht so schlecht. Nee, aber teilweise, wenn du drei aufgeschrieben hatten, waren nur drei und bei zwei war nur zwei ehrlich. Das war okay. Genau. Ich wusste, was Real da hat. Real. Mit einer gehackten Nüsse habe ich eine Stunde gesucht. Ja, danke. Und wir dreimal Dinkelmehl Typ 10,50. Dreimal. Lass es sie wieder an, meine Güte. Ist ja wohl nicht wahr. Hier ist was los. Hier ist was los. Dreimal Roggenmehl Typ 9,97. Eine ganze Lage Hafermilch, boah, vom Aldi, ne? 3, 6, 9, 12 Stück. Gestern schon geholt. Die trinke ich immer im Kaffee. Davon brauche ich ein Liter für. Stunde. Nein, 3-4 Tage ein Liter. Habe ich nie kontrolliert. Ungefähr. Oh, was ist los? Was ist los? Schmeckt nicht die Hand? Schmeckt nicht die Hand? Eine Lage. Dunkles Roggenmehl Typ 11,50. Ein riesen Gurkentopf. Der ist echt riesig. Boah, aber das Glas ist richtig toll hinterher, wenn es leer ist. Ja, deswegen habe ich es auch noch mitgenommen. Für 1,19 €. Okay. Wollte ich erst da mitnehmen, aber so oft essen wir keine Gurken. Ja, aber früher Kartoffelsalat. Ja, ja, eben. Aber da haben wir noch eins jetzt hier. Und ich mir gedacht, komm, das ist da So, weiter geht's.
Einmal Feldsalat, einmal Rucola, hat die Mutti sich gewünscht. Lays gesalzen, hat Calvino sich gewünscht. Ich habe Calvino mitgenommen, weil er wollte keine. Und du hast sie trotzdem mitgenommen, ja, wohl wissen. Ja. Oh, das ist die ungesunde Tüte jetzt. Warum? Ja, weil hier ist nur Schrott drin. Der leckere Schrott. Ja, aber deine Fiorentina habe ich nicht mitgekriegt. Toll. Meins gab es wieder nicht. Ja. Zweimal Schweineöhrchen. Einmal Cookies American Style. Oh, boah, die hat der Perz sich ausgesucht. Ja, ja. 6 Euro. Ja. Der steht auf diese Kugel. Der hat einen feudalen Geschmack, der Perz. Die hat sich auch der Perz ausgesucht. Ja, der hat die richtig viel ausgesucht. Können wir das mitnehmen? Das hat der Perz sich ausgesucht. Ja, der geht nicht so oft einkaufen. Mit, freiwillig. Und wenn, dann... Eine Mango hat er sich auch ausgesucht. Die hat er sich nämlich letztens schon gewünscht. Oh, die ist sogar richtig schön... Ja, vorgereift. Ja. Ja, die ist schön schmackhaft weich. Just Cheese. 4 Stück. Zwei Lagen passierte Tomaten. Warum 2 Lagen? Einfach so, weil die im Angebot waren. Und ich mir gedacht habe, passiert schon nichts. Die halten, nein, die halten lange. Und wir machen ja öfter jetzt Bolognese wieder. Ja, das stimmt. Das haben wir sie da. Besser haben als brauchen. Ach, Olivenöl haben sie nur für 7 Euro noch was gehabt. Da habe ich gesagt, da hole ich die lieber. Ja, da holen wir die im Aldi oder so. Genau, mach zweimal Rapsöl. Das ist Bernds Lieblings-Remo Mayo. Für den Arsch. Zweimal 2. Die halten sich ein ganzes Jahr. Ja, ich sag mal, weil die essen wir in einem Jahr nicht auf. Echt? Natürlich. Zweimal Kokosmakronen. Einmal Porree. Eine Gurke. Ja, ungesundes. Ja. Einmal Duplo Kokos. Du hast gesagt, soll er wegtun. Eins von ist beiden. Für die Schüssel da, ne? Naja, von denen haben wir den noch, habe ich gesagt. Aber dann, egal. Dann haben wir dreimal Frischkäse. Kommt nochmal was Gesundes. Einmal Möhren mit Grün. Hm? Ich sagte Puppermaus, ich muss die jetzt mal ein bisschen tiefer nehmen, weil es tut weh, dich so hoch zu halten. Dann haben wir viermal Salakis, Schafskäse ist das, ne? Ja, der war auch im Angebot bei Real. Und dreimal Senf oder haben wir wieder Gläser für die Kinder? Ja. Kindergläser. Und die Mutti. Und die Mutti? Ja. Du magst die Gläser auch so gerne. Ja, ich mag die gerne, die Gläser. Oh, wir haben eine... Ja, die war in Aktion, habe ich mir gedacht, komm... Vegane, 1,29 Euro. Vegane Snacksoße, die ist wahrscheinlich für unsere Burger lecker. Mal gucken, habe ich mir gedacht. Eine Burgersoße in vegan. Meine Liste so lang, Kalle so zugeschlagen, dann durfte ich auch was probieren. So, und dann haben wir noch dreimal, nee, zweimal Weizenmehl Typ 550 und einmal noch Dinkelmehl 630. Also, ja. Jetzt haben wir aber alles. Da haben die auch geärgert. Habe ich die schon gezeigt? Weiß ich nicht. Jedenfalls haben sie die im Rewe zum halben Preis gehabt. Da habe ich innerlich so richtig. Ja. So ist das manchmal. Ja, das war alles, ihr Lieben. Aber wir haben mal dafür jetzt auch lange nicht so groß eingekauft. Das war jetzt echt viel diese Woche. Aber egal. Oder? Ihr habt gesagt, es war anstrengend mit uns heute. Du warst doch gar nicht mit. Wir waren hier schön auf dem Sofa, haben gestillt. Sie musste aufpassen. Ja gut, ihr Lieben, das war unser Food Haul. Vielen Dank fürs Zuschauen. Aber jetzt haben wir eigentlich, wir haben Rewe, Aldi und Real. Hm. Sag mal tschüss. Tschüss, Haul. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen im Daily Vlog oder heute Abend. Tschüss.